Okay, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy mit Splinter von mir und für euch. Ja, wir speichern kurz. Oh, verdammt. Wir fangen das Spiel mit. Wir fangen diesen Part mit Speichern an. Wie toll. Wir können jetzt endlich zu diesem Bowserkopf. Oh, was erwartet uns da? Oh mein Gott. Und wusch. Zack. Wir fliegen zur ersten. Zum ersten richtigen. Harten Bossgegner. Seid ihr aufgeregt? Ich bin's. Der dreibeinige Riese, oder was? Ja, der dreibeinige Riese. Oh mein Gott, guckt euch den an. Oh mein Gott, der macht mir Angst. Und dieser Kampf ist so genial. Ich liebe ihn. Und natürlich landen wir nicht auf dem Bossplaneten, sondern zuerst auf so einem anderen Planeten und müssen da irgendwas Dummes machen. Wie jedes Mal. Denn so einfach machen die uns das nicht. Okay, was muss ich hier machen? Hier ist doch irgendwo. Ja, da. Hier ist so ein Kugelwilli-Maschinenteil und jetzt müssen wir diesen Kugelwilli benutzen und hier zu diesem Dings. Bam! Dieses Teil hier kaputt machen. Da können wir diesen Sternring benutzen. Sternring, genau so heißen die Dinger. Aber habe ich vergessen. Oh, hallo, ich will die Sternteile sammeln. So, zack, zack, zack. Und da ist der Boss. Was? Baby Bowser? Den gibt's ja auch. Ne, Baby Bowser, Mini Bowser. Ne, Bowser Junior, genau. Oh, 1000 Bowser-Namen gibt's hier. Bowser Junior ist das. Haha, du bist so weit gekommen, aber für einen wie dich brauche ich nicht mal die Hilfe meines Vaters. Los, Megabein! Zeig Quatsch ihn und zeig ihm die Macht des Power Sterns und töte ihn und mach ihn kaputt. Haha, du kriegst mich eh nicht. Guck mal. Oh. Oh mein Gott. Das erinnert mich an den Rayman 3 Gegner da, den Kürbis. Wenn ihr den kennt. Der hat leuchtende Augen. Okay, was ihr hier machen müsst, ist auf eines seiner Beine gehen. Oh mein Gott, wer hätte das gedacht? Oh mein Gott, aber nicht zerquetschen lassen, weil zerquetschen ist ein One-Hit-KO-Tod. Also kann man direkt sterben dran. Okay, oh, seht euch das an, wie cool das ist. Man bekämpft einen Gegner, indem man auf ihn drauf geht. Das ist irgendwie. Das erinnert irgendwie an. Wie heißt das? The Shadow of the Colossus heißt das Spiel, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Ich habe mal ein Video gesehen, da muss man, glaube ich, auch so auf Gegner kämpfen. Ich weiß nicht genau. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Zack. Ha, ja, was muss man jetzt wohl machen? Sternteile. So. Und jetzt, ja, Kugelwilli. Ich brauche einen Kugelwilli. Kugelwilli, komm. Komm her, komm her. Und drüber gehen und man kann auch, ja, man kann auch hier die Gitter zerstören, seht ihr? Aber man kann auch drüber springen, weil man gut genug ist. So wie ich. Boom, und jetzt explodiert sein Kopf. Wo wir eigentlich drauf sind. Wir sollten jetzt auch sterben. Aber wir sterben nicht, weil wir sind Mario. Und der große Sterneschein. Das ging sehr schnell. Und wusch. Und dieser Kampf ging wirklich echt schnell. Nur 3 Minuten. Dö, dö. Nicht mal, weil ich habe ja noch hingehen müssen und so. Dö, 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 dö. Bam. Großen Stern erhalten. Danke. Und wir fliegen wieder zurück zur Sternwarte. Wusch, bam. Und damit ist das schwarze Loch wird größer, oder was auch immer das ist. Nee, es ist nicht ein schwarzes Loch, es ist ein goldes Loch. Irgendwann frisst das ganze Ding auf, das ganze Sternwartenteil, weil das so groß ist. Und wir können schon zum Badezimmer. Husch. Du hast einen Stern erhalten, Bowser Juniors, Bowser Juniors Robofabrik. Oh, schon fast 500 Sternteile. Guckt euch das an, wir haben einen in der Galaxie entdeckt. Wir sind die Galaxienentdecker. Dies ist unser Kraftfeld. Es zeigt die Kraft der Sternwarte an. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin so blöd zum Reden. Ja. Sehr schön. Wenn die ganze Kraft zurückgelangt ist, können wir bis zum Zentrum des Universums reisen. Und dort können wir dann Bowser besiegen und die Welt retten. Ja. Ja, die Welt retten. Und eine Kuppel wurde aktiviert. Ja, ja, habe ich schon gemerkt. Wir nennen die wiederbefreite Kuppel Badezimmer. Ja, 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 komm. Ja, ja, oh, ich weiß doch, wo die Kuppel ist. Ja, warum nicht? Speichern wir doch. Ich müsste eigentlich nicht immer speichern, das kostet nämlich Zeit. Okay, man kann auch hier. Zack, man kann. Oh, nicht du, ich will dich nicht sehen. Ich will nicht deinen fetten Arsch sehen. So, da seht ihr auch. Oh, verdammt, das sieht man von hier schlecht. Ich muss das so angucken. Seht ihr? Da sieht man die Galaxien. Und immer wenn eine Krone ist, dann hat man die Galaxie zu 100% abgeschlossen. Da muss man da nicht mehr hingehen. Und ihr habt sicher gemerkt, wir haben eigentlich alle Sterne, die man bis jetzt kriegen kann.
bei der Terrasse gesammelt, aber da gibt es dann noch mehrere Sterne, weil da können Kometen auftauchen. Aber das erkläre ich euch dann anders mal, weil das kommt dann auch noch. Es wird eh dann nochmal erklärt vom Spiel. Und wir haben jetzt dem hier gerade 400 Sternteile gegeben und er verwandelt sich in eine Galaxie. Wusch. Bäm, Explosion. Da wollen wir gleich mal hin. Boom. Guckt euch das an. Eine neue Galaxie wurde geboren. Und da gehen wir jetzt hin. Keksfabrik-Galaxie. Mampf den süßen Kuchen. Oh, Kuchen. Oh, Mann, Leute, jetzt habe ich Lust auf Kuchen. Oh, diese Mission ist cool. Ich meine, diese Galaxie, die, ich mag die. Jetzt habe ich so Ohrwurm von Sternwarten-Musik. Oh, die Musik hier ist so cool. Ich liebe die alte Musik von Super Mario 64 und alle Kacke. Und das ist eigentlich Mario Bros. 3. Athletic, Athletic, was auch immer. Das athletische Theme. Oh, ich labere Kacke, ey. Ich kann nicht mehr Englisch. Ja, hier auf der Seite gibt es Ding. Und Achtung, man kann hier runterfallen. Was sagst du? Halte, der Schatz ist vor. Ja, ich kann nicht mehr. Du bist eine Pussy. Du kannst nicht mehr. Es ist gerade erst angefangen, das Level, und du kannst schon nicht mehr. Voll der schlechte Spieler. Okay, hier gibt es ein Leben. Gratis Leben, ja! Immer schön Weitsprung, da kann man eigentlich fast nicht runterfallen. Man muss halt noch gucken, wo man landet. So, zack. Da gibt es ganz viele Sternteile. Und wusch. Oh, da wäre ich fast runtergefallen. Ja, total. Man muss nur gucken, wo man landet. So. Hallo, was sagst du? Oh, du bist da. Wir haben einen Powerstern sichergestellt. Ja, habt ihr gut gemacht. Der war bestimmt schon da. Wollen wir noch kurz hier diese Dings einsammeln. Gucken wir kurz darüber. Hallo, da drüben ist einer. Die machen immer so. Und hier kann man auch noch Sternteil einsammeln. Nicht vergessen. Denn die sind gratis. Alles, was gratis ist, ist gut. Danke, Sternzuchtrupp, für diesen Stern. So. Mampf den süßen Kuchen. Wir haben schon 11 Sterne, oh mein Gott. Geht voll schnell hier. Schon 11 Sterne. Ich weiß nicht, wie lange ich für diese Let's Play haben werde, aber ich denke so. So um die 50 bis 60 werden es schon sein. Bisschen mehr vielleicht. Naja. Also jedenfalls nicht kürzer als Ding. Als Sunshine. Und da können wir auch gleich hier rüber. Man kann auch mit einem Dreiersprung rüber, aber das geht viel zu lange. Weil wenn ich dann verfehle, dann falle ich runter und dann komme ich wieder rauf und dann, oh, das geht viel zu lange. Ich könnte es, aber ich mache es nicht. Ich kann alles, weil ich bin so gut. Was können wir hier schon zwei Galaxien freistellen? Oh mein Gott, ich habe die Qual der Wahl. Ich glaube, ich gehe zuerst in diese hier rein, weil das ist ja schließlich die erste. Sternenstaub. Oh, das hier ist eine coole Galaxie. Da gehen wir jetzt hin. Wir haben noch Zeit. Kein Problem. Wusch. Der Sternregenpfad. Die Galaxie ist echt cool. Vor allem der Bossgegner hier. Aber psch, das ist ein Geheimnis. Man weiß noch nicht, wie der aussieht. Ich kann hier meinen Namen eigentlich schreiben mit diesem Cursor. K-A-A-Y. Kai. Cool. Voll cool. Und hier gibt es schon Sternteile. Sammeln wir die ein. Die sind gratis. Alles, was gratis ist, einsammeln. Weil die brauchen wir ja. Ja, cool. Das eine, den eine. Okay, wir haben ihn. Ich wollte gerade sagen, das eine Sternteil brauchen wir eh nicht. Und jetzt habe ich es trotzdem eingesammelt. Ey, ich bin voll lustig. Gehen wir hier rüber und zack. Oh, da kommt was. Oh. Sternenkreisteile. Da hat es ein. Oh, es geht ab. Ich drück nach vorne. Was ist los? Okay. So. Was ist los? Hier. Oh, der verschwindet im Dings, in einem Elektrokugelteil. So. Und wusch. Oh, wir fliegen. Oh mein Gott, Mario, dein Kopf tut dir nicht weh. Wir fliegen durch dieses Teil durch und. Wo landen wir letztens? Auf einer Rakete. Cool. Wir sind auf einer Rakete gelandet. Hier gibt's noch Münzen. Brauchen wir nicht. Okay, oh, cool. So. Ganze Planeten, die man anklicken kann. Und hier können wir auch. Nein, da können wir nicht. Oh, ich dachte, hier können wir auch mit dem Weitsprung rüber, aber es geht nicht. Verdammt. Seht ihr, ich labere nur Kacke. Ihr müsst mir gar nicht vertrauen, weil ich labere eh nur Scheiße. Und hier ganz schnell. Wusch, 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 wusch.
Und wusch, wusch, wusch. Und darüber und da drüben und... Da, 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 komm. Da, so. Zack, und hier kann ich auch schon runter. Oh mein Gott, Spinnen. Stirb, Spinne. Zack. Und zack, euch beide zur selben Zeit. Ey, zwei Gegner mit einem Schlag, voll cool. Und dich auch. Ja, was soll... Gib mir meine Energie zurück. Ja, danke. Oh, Toads. Toads hat das hier. Hallo. Ich habe meine Brille verloren. Und du? Rette meine anderen Freunde. Ja, diesen Goomba werde ich nicht retten. Der kann da verrecken. Okay, hallo. Oh, ich muss wahrscheinlich mit dir reden. Der Kapitän, der ist auf der Flucht. Oh, da muss ich hier einen Toad. Ah, da hat es noch einen Toad. Ich glaube, wir müssen alle Toads retten. Ja, seht ihr? Zack. Oh, cool. Das Schiff. Können wir jetzt hier rüber. Und? Oh, hallo. Was sagst du? Was machst du hier? Der Toad ruft halt zu Hilfe. Hier Abkürzung. Da. Komm, Sternring. Ja, benutzen wir den doch. Und gehen hier rüber. Oh, dieser Stern ist auch cool. Habe ich total vergessen. Denn hier kommen so Plattformen und man muss Silbersterne einsammeln. Wie bei Super Mario 65 DS muss man hier Silbersterne einsammeln. Keine Angst, ihr könnt hier nicht runterfallen, wenn ihr wisst, wo der Weg ist. Aber wenn ihr es nicht wisst, dann könnt ihr runterfallen. So, darüber. Und da hoch. Und zurück. Dann können wir hier noch nach rechts, oder? Nee, oh doch, da ist einer. Ah, darüber. So. Kurz nicht runterfallen hier. Weil das wäre dann dumm. Dann muss ich hier nochmal maschen. Nochmal alles maschen. So, hier drüben kann man noch hin. Denn da ist der letzte. Ja, zack. Und ich glaube, die kommen auf der Plattform, wo man vorher war, ja. Oder? Zack. Und die Silbersterne vereinen sich schön zu einem schönen Stern. Leute, voll cool. Den können wir jetzt einsammeln. So, und schnell. Oh nein, nein, nein. Oh mein Gott, alles verschwindet noch. Voll cool. Zack, und wir haben diesen Stern und wir haben schon 12 Minuten, darum werde ich aufhören. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Schauen. Tschüss, Sterne halten.